Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video will ich euch zeigen, wie ihr mit dem Programm Cheat Engine in dem Google Chrome Browser cheaten könnt. Wenn ihr jetzt das Programm schon habt und Google Chrome und ihr klickt jetzt auf dieses Search, also diese Prozessliste, dann werden hier ganz viele Chromes angezeigt. In diesem Video will ich euch jetzt zeigen, wie ihr den richtigen Prozess auswählt. Denn es ist ziemlich mühsam, hier alle einzelnen durchzutesten. So. Ihr geht als erstes auf ein Spiel. Ich habe hier jetzt einfach mal Age of War 2 ausgewählt, das ziemlich gut funktioniert mit dem Cheating und ein gutes Beispiel ist. Und ja, ihr klickt in Google Chrome jetzt rechts auf, also mit Rechtsklick, auf diese blaue Leiste. Es könnte auch sein, dass ihr ein Theme installiert habt. Dann sieht die Leiste etwas anders aus. Und drückt auf Taskmanager. Jetzt drückt ihr auf Statistiken für Nerds. Und den Taskmanager könnt ihr schließen. So, jetzt werden hier alle Prozesse angezeigt, die in Google Chrome gerade laufen. Und unter anderem ist hier jetzt auch das Pepper Plugin Sockwave Flash. Das jetzt nur aktiviert, da ihr das Spiel offen habt. Wenn ihr das Spiel nicht offen habt, dann wird es auch hier nicht angezeigt. So, ihr müsst euch jetzt diese Programm-ID hier nebendran merken, die PID, und ihr öffnet den Taschenrechner in Windows, ja. Das macht ihr, indem ihr die Windows-Taste und die R-Taste gleichzeitig drückt, dann hier in dieses Feld Calc eingibt. Oder ihr drückt einfach unten auf Start und wählt dann den Taschenrechner aus, wenn ihr den hier auch habt. So, im Taschenrechner müsst ihr, also bei euch sieht der jetzt so aus, müsst ihr auf Ansicht drücken und dann auf Programmierer. Jetzt gebt ihr hier diese PID ein, die neben dem Pepper Plugin zu sehen ist. 4856. Und drückt dann hier auf Hex. So, jetzt wird hier ein Wert angezeigt, ein Hexwert. Und wenn ihr jetzt in Cheat Engine reingeht und um einen Prozess auswählt, dann müsst ihr suchen nach 12F8. Ihr müsst euch am Anfang die Nullen hier, die vier Nullen wegdenken und dann 12F8 suchen. Das ist dieses hier. Dann auf Open drücken. Jetzt könnt ihr den Taschenrechner schließen und diese Seite könnt ihr auch schließen. Jetzt geht ihr in das Spiel rein und startet das Spiel. Ich zeige hier jetzt nochmal in Zeitraffer, wie ihr das Spiel hacken könnt. So, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über Daumen hoch freuen. Für mehr Videos könnt ihr mich abonnieren und bis zum nächsten Video.